Es gibt mal wieder ein Flughafen-Update. Und zwar vom Flug von San Juan in Palma de Mallorca nach Deutschland. Und ich möchte einmal zeigen, was hier so los ist am Airport in Palma und gleichzeitig auch am Airport in Hamburg. Da geht es nämlich hin. Super Sonnenschein auf Mallorca, das beste Winterwetter, was man so haben kann. Ein Traum, da fliegt man nicht gerne weg. Da setzt die Sehnsucht schon ein, sobald man hier diesen Flughafen betritt. Aber es geht heute darum, einmal zu zeigen, was hier so los ist. Vielleicht auch für den einen oder anderen, der Angst hat vor den Abläufen hier, diese einmal zeigen. Hier unten ist die Kofferaufgabe. Ich gehe jetzt nach oben, dort hinten. Und auf deiner Seite genauso, wer einen Koffer aufzugeben hat. Es sind im Moment sehr, sehr wenig Flüge von und nach Mallorca. Aktuell glaube ich so um die 150, die starten und landen. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. In der Spitze sind es im Sommer dann eher mal so Richtung 600, 700, 800 pro Tag. Da stelle ich mich auch an. Auf geht's. Schnell alles in die Schalen legen hier und dann bin ich froh, wenn ich immer diesen ersten Check erreicht habe, die Sicherheitskontrolle. Die habe ich problemlos überstanden, alle Sachen in die Schalen gelegt, ging alles durch, ohne Piep, ohne Kontrolle, ohne weiteren Drogentest oder auch, dass ich irgendwas Falsches in der Tasche hätte. Hier astrein durchgekommen, freundliche Mitarbeiter, schnell arbeitende Mitarbeiter, was will das Herz mehr? Also das ist schon mal eine große Erleichterung, dass so völlig unproblematisch geschafft haben. Jetzt geht's hier durch die Shops zu meinem jeweiligen Terminal. Ich bin übrigens 2,5 Stunden vor dem Abflug. Der Flug geht so ungefähr gegen 18 Uhr, dann wird es schon dunkel sein. Die Sonne geht circa unter gegen so zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr. Und ich mogel mich hier erstmal ein wenig durch. Thank you.
sind Terminal C und dann aus Richtung C. Ich werde hier den Rollsteig nehmen, um ein wenig schneller durchzukommen. Meine Zeit werde ich dann lieber vor dem Boarding noch ein wenig verbringen. Ein wenig lesen, etwas zu trinken holen und hoffen, dass der Flug pünktlich startet von Mallorca. Wie man hier sehen kann, hält sich das ungefähr die Waage. Leute, die abfliegen und Leute, die ankommen, hier kann man das immer ganz gut sehen. Das sieht jetzt hier ein wenig mehr aus, als es in Wirklichkeit ist. Ich habe hier diesen Terminal C jetzt auch gezeigt und diese Flugsteige, weil hier alles so ziemlich gebündelt ist. Und deswegen einmal hier den Blick drauf. Zwei Terminals A und B sind zurzeit gesperrt, deswegen konzentriert sich das sowieso alles auf C und D und der überwiegende Teil
eben auf C, wo ich hier bin. Und weiter hinten durch wird wahrscheinlich weniger los sein. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Ja, okay. Alles gut, danke. Danke. Ja, und so ist es auch. Weiter hier hinten durch ist wenig los. Hier 54C sehen wir hier gerade. Ich nutze immer die Chance und setze mich hier an eine ruhige Ecke. Gehe dann circa eine halbe Stunde vorher zum Boarding. Also bis jetzt läuft alles tadellos.
Ja, mein, der Blick nach draußen, über die schönen großen Panoramafenster, sieht man mal nochmal den freien Himmel, da hinten das Tramuntana-Gebirge. Jetzt bin ich wieder vorne angelangt. Ich habe nicht mehr so viel Zeit bis zum Abflug. Ich verbringe die restliche Zeit hier. Bin jetzt doch circa eine Stunde vor Abflug hier. Der Flug soll relativ pünktlich gehen. Lassen wir uns mal überraschen. Kann schlecht sagen, wie voll die Maschine ist. Darüber werde ich versuchen, nachher zu berichten. Ja.
Moment noch sehr groß Richtung Maschine. Nächster Schritt ist für mich einfach nur sitzen, das kleine Gepäck, was ich habe, kleine Tasche nur zu verstauen und mich dann darauf freuen, pünktlich an einem Zielort in Hamburg zu landen. Und belohnt werde ich jetzt noch einmal mit diesem wunderschönen Abendhimmel von Mallorca. Ich habe großes Glück, dass ich einen Fensterplatz habe. Doch da wir noch ein paar Minuten haben, wird es dann wahrscheinlich schon dunkel sein. Ja, es dauert noch, viele suchen noch ihre Plätze und müssen noch ihr Gepäck verstauen. Ich war mit im ersten Viertel der Leute, die hier rein durften. Man sieht da hinten, die Lichter brennen schon, also es dauert nicht mehr lange, dann ist es dunkel. Und es ist dunkel. Adios Palma, adios Mallorca, wir starten übers Meer. Hier unten sehen wir den Hafen von Palma. Ganz da hinten liegt Santa Ponsa und Pagera. Wir werden jetzt gleich einen Linksschwenk machen und über Alcudia fortfliegen. Alcudia, Port Poyenza.
Wir haben natürlich einen Rechtsschwenk gemacht und fliegen über Palmanova, Magaluf, die Dreifingerbucht und über Santa Ponsa dann Richtung Barcelona. Auch eine schöne Strecke und von hier oben nochmal alles schön anzusehen. Wenn auch leider im Dunkeln. Wir sind in Hamburg gelandet. Es ist kein so gutes Wetter, hat wohl eben geregnet. Der Flug hatte ein wenig Verspätung, ungefähr waren es nachher wohl so 20 bis 30 Minuten. Und jetzt heißt es für mich nur noch vom hintersten Ende des Flughafens in Hamburg, vom Terminal A, schnellstens zum Ausgang zu kommen, um die Beine einmal ein wenig auszulockern. Wer die Koffer hier abholt, der muss an Band 6. Und die Maschine geht gleich wieder zurück nach Mallorca. Hier in Hamburg ist gar nicht so wenig los auf dem Flughafen. Man hat das gesehen, über viele Menschen und schon wieder herrenlose Koffer hier. Das kennen wir doch noch von letzten Jahr. Hier auch. Aber ich denke nicht, dass das wieder ein Dauerproblem ist. Vielleicht ist nur... Das kann ja schon das Gepäck von einer Maschine oder nur dem Teil einer Maschine sein. Also man braucht sich da wahrscheinlich keine Sorgen zu machen. Hier habe ich den Sicherheitsbereich jetzt verlassen. Es geht in die Mall. Von der Mall geht es nach draußen. Ich gehe jetzt Richtung Parkhaus. Dort hindurch zu meinem Parkplatz, der ist außerhalb hier vom Flughafen. Ja, ich hoffe, das Update-Video vom Flug Mallorca Deutschland hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne den Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Und ich bin immer begeistert, wenn man mich in der einen oder anderen Weise unterstützt. Einfach schauen. Einfach etwas Freundliches schreiben. Oder, wie gesagt, den Daumen nach oben da lassen. Ein besonderer Dank geht an alle wieder mal, die die Super-Thanks-Taste gedrückt haben. Vielen, vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich. Ich freue mich sehr darüber. Ich gehe jetzt hier noch ein paar Schritte. Hier sind die ganzen Mietwagen in diesem Parkhaus, der am Ende des Terminals sich befindet. Der Bereich hier unten
stehen die etwas größeren Karossen. Also, vielen Dank nochmal fürs Dabeisein. Ich sage für hier und heute tschüss, adios und bye bye. Bis zum nächsten Mal auf George's Kanal. Servus!